das Flyphone ist so viel mehr als nur ein neues Produkt. Wir haben sogar eine völlig neue Möglichkeit der Kommunikation geschaffen. Und wir nennen sie Smalltalk. Es wird die Art und Weise, in der wir kommunizieren, verändern. Für immer. Als ich das erste Mal das Flyphone benutzte, war ich wie weggeblasen. Ich dachte mir, wow, ich konnte die Leute hören, die mit mir geredet haben und ihren Mundgeruch riechen. Es war alles so real. Immer wenn ich Smalltalk benutze, ich kann es nicht glauben, dass das alles wirklich passiert. Mit dem neuen Flyphone hat man so viele Möglichkeiten, die Zeit totzuschlagen. Man kann sich zum Beispiel einfach auf eine Parkbank setzen und ja, ein Buch lesen. Und dabei fühlt sich das wirklich an wie ein echtes Buch. Also man greift förmlich durch den Bildschirm in das Buch und blättert um. Wir haben uns überlegt, beim neuen Flyphone diese veraltete Foto- und Videofunktion abzuschaffen und abzuheben von der grauen Masse der Smartphones und eine neue innovative Technik zu erschaffen. Unsere Ansicht durch dieses hyper mega geile Phone ist quasi so real, dass es die Realität ist. Für Leute, die an Videos interessiert sind, gibt es natürlich auch eine App dafür. Es ist aber gar nicht mehr nötig. Mit dem Fly Phone ist man quasi die Realität. Viele haben sich beschwert, dass die E-Mail-Funktion so unpersönlich wirkt. Und mit unserem neuen Fly Phone wirkt das alles so real. Man fühlt sich, wie wenn man den Brief schreiben würde mit der Hand. Wenn sie dann die Mail versenden, es geht blitzschnell. Und es kommt sofort an. Der Partner bekommt eigentlich sofort ihren Brief. Das ist unglaublich, das ist so real. Es wirkt so, als würde man die Nachricht persönlich überbringen. Mit dem Karten-App für das Flyphone wird man sich nie wieder verlaufen. Es ist Wahnsinn, egal ob man in den nächsten Supermarkt möchte, ob man wissen möchte, wo man was essen kann. Es ist alles möglich und man wird jeden Weg finden. Gut, sie ist eine Frau. Bei üblichen Smartphones, da ist das Spielen immer so langweilig. Bei uns, beim neuen Flyphone aber nicht. Man kann förmlich ins Spiel eintauchen, es wird so real, man wird eins mit den Spielfiguren. Ja, sogar das Bier-App ist völlig mit dem Flyphone kompatibel. Es ist mehr als das. Es ist Bier. Und es macht mich sogar betrunken. Durch unser neues eingebautes Licht, das extra für uns angefertigt wurde, findet man alles. Es ist so unglaublich, es wirkt so real. Du schaltest das Licht an und du wirst eins mit der Flamme. Das Flyphone ist elegant im Design, es ist einfach zu verwenden, doch dahinter steckt geniale Technik. Der Grundbaustein des Flyphones ist der sogenannte D4-Chip. Er wurde von Spezialisten, von den schlauesten Köpfen der ganzen Welt entwickelt und präzise in das Flyphone eingesetzt. Viele fragen uns bei diesem gigantisch großen Chip, wo ist in dem Flyphone der Akku zu finden? Und das ist einfach unglaublich. Das Flyphone braucht keinen Akku. Es läuft von selbst. Es läuft von selbst. Wir haben uns überlegt, das neue Flyphone so stabil zu machen wie noch nie. Im Gegensatz zu anderen Smartphones ist die Schale so robust. Nicht mal die stärksten Männer der Welt können es zerstören. Okay, sie ist eine Frau. Das alles wird erst wichtig, wenn man das Flyphone in der Hand hält. Und ablädt. Du geiles Stück! Oh! Das ist so real! Viele Leute haben uns gefragt, warum das Flyphone eigentlich Flyphone heißt. Und die Antwort ist so simpel. Das Flyphone ist wirklich das erste Smartphone, mit dem man fliegen kann. Und das klingt so unglaublich, aber es ist wahr. Und es macht alles so viel einfacher. Man kann zur Arbeit fliegen, man kann zu seinen Freunden fliegen und man kann auf die Fresse fliegen. Ja, wir arbeiten noch daran. Das ändert alles. Das ändert alles. Das ändert alles. Wieder einmal.